It was Friday once again. We had broken up again. As I sat down at the bar with my friends, finally started feeling a little more content. We have been here before, but we keep coming back for more. Now it's time to move on. Tell me how. I just can't. Be your friend, no.
Das waren unsere ersten zwei Songs, Three Quarters und Somebody Else. Und ich weiß gar nicht so genau, was ich erzählen soll. Ganz schön warm. Und also es ist auch ein bisschen ungewohnt, so komplett ohne Publikum, nicht komplett ohne Publikum, ich meine, ihr sitzt alle daheim vor dem Bildschirm. Und das freut uns natürlich super, dass uns Leute zuschauen. Endlich mal wieder auf der Bühne stehen zu dürfen, ist auch mega krass, Leute. Wow. Ja, es ist auf jeden Fall ein crazy Gefühl und es ist direkt nochmal 10-mal krasser als in der Probe. Da würde ich sagen, machen wir direkt mit dem nächsten Song weiter, oder? Ja. Der nächste Song heißt Marseille und handelt von einer Reise nach Marseille. Back then, I did. Back then, she
goes on as long as we are alive. You find yourself once, you find yourself twice. You'll always stay you, no matter who's by your side. Dankeschön für den Applaus, den wir uns gerade vorstellen, den ihr bestimmt vor euren Bildschirmen gerade für uns erfaltet, hoffentlich. Was würde ich noch sagen kann, das ist erst unser zweiter Auftritt, den wir zusammen generell haben. Wir uns ja vor Corona kennengelernt haben und während Corona keine Auftritte hatten, außer einen. Heute erst unser zweiter Gig, den wir zusammen haben. Ja, das ist echt krass. Aber macht Spaß. Mega! Mehr auch. Der nächste Song ist aus genau so einer Jam-Session entstanden, wie wir sie gerade erklärt haben. Da kam irgendjemand mit irgendwelchen Akkorden an und dann haben wir die immer wieder gespielt und dann habe ich was drauf gesungen und dann war es Beautiful People. Beautiful people, beautiful, beautiful.
Dabei war. Das ist sehr gut. Dann würde ich sagen, alles gut? Okay. Dann kommen wir jetzt leider auch schon zu unserem letzten Song, der auch auf unserer EP Sirius Europa dabei ist. Und der heißt passenderweise Lights Out. Und deswegen wollen wir euch jetzt bitten, dass ihr vor dem Bildschirm nochmal so richtig abgeht. Oder oben wohl auch. Der Song heißt Lights Out. Egal, last night. Oh, wow, wow, wow. Können wir nochmal
yourself, you never gonna see. Yes, it would be worth it. You're never going to get it. You blew your chance. Now Socks, irgendwie bin ich über euch gestolpert und ich habe mich gleich in eure Musik verliebt. Woran liegt das? Was ist euer Rezept? Das musst du uns sagen. Also wie entsteht eure Musik? Weil euch gibt es ja noch nicht so lange, erst seit 2019. Also, und ihr seid noch sehr jung. Seid ihr besonders talentiert? Ich meine, das ist immer sehr schwierig, das über sich selbst zu sagen. Ja, ihr wollt gerade sagen, also ich würde nicht sagen, dass wir besonders talentiert sind. Wir haben nur besonders viel Spaß am Musikmachen miteinander und stecken unser Herz in unsere Songs. Und daher kommt das vielleicht gut beim einen oder anderen an, ich weiß es nicht. Ihr habt von Anfang an gleich viel mit Video gearbeitet, weil ihr so viel Equipment im Keller habt oder weil ihr gerade eine geile Videocrew kennt oder weil ihr selber auch die Kamera in die Hand nimmt oder woran liegt es? Eine Kombination aus dem allen und Corona. Ich meine, wir hatten nicht so die Möglichkeit, super viele Auftritte zu spielen. Das ist gerade eigentlich unser zweiter, wenn man es mal ehrlich nimmt. Und daher mussten wir eigentlich von Anfang an mit Videos arbeiten und kennen auch ein paar gute Videografen. Grain Lab und Kevin Schmidt sind da zu nennen. Und genau, von daher haben wir uns viel über Videos Gehör verschafft. In eurem Info steht irgendwie drin, dass ihr gegen die Max Giesingers und Max Forsters der Welt sozusagen mit eurer Musik ein Statement setzen wollt. Woher kommt diese Aversion? Die kam aus dem Druck, um 11 Uhr abends noch irgendwas rauszuschicken. Da waren ich und Till zu zweit im Discord und haben auf Zeitdruck irgendwas versucht rauszuhauen. Und wenn man unter Zeitdruck ist, entstehen bekanntlich Diamanten, ne, unter Druck. Und, ich würde aber gar nicht sagen, dass wir so sehr avisiert gegen diese großen etablierten Leute sind. Wir wollen nur unseren eigenen Stil versuchen durchzubringen. Und der ist ja dann doch ein bisschen anders als der ganz klare Mainstream. Wie habt ihr euch kennengelernt? Also, weil ihr seid nicht zusammen im Kindergarten groß geworden, oder? Also, ihr seid alle... Das wäre echt cool, aber leider nicht. Ja, erzähl mal die Geschichte. Lea. Also. Also Till und ich machen seit 2018 zusammen Musik und auch in anderen Bands davor schon. Wir haben uns beim Studium kennengelernt, aber beide abgebrochen. That was good. Sven und Morando haben auch schon vorher zusammen Musik gemacht. Ich glaube auch in der Schulband oder so, ne? Ja, und dann haben wir uns über einen Kommilitonen von meinem neuen Studiengang kennengelernt und haben dann noch einen Bassisten gesucht und den haben wir in Bela gefunden, den ich auch vom Studium kenne. Genau. Und es hat gleich musikalisch funktioniert. Wie ist das?
wer komponiert bei euch oder entstehen die ganzen Sachen aus einer Session oder gibt es jemanden, der die Songs schreibt? Ja, prinzipiell ist das eigentlich so, dass jemand hat eine Idee, so, hat einen Riff irgendwie und dann spielt man das im Proberaum bei Jam-Sessions und steht das ja. Dann und dann baut man das so irgendwie zusammen und ja, guckt, wie man das so zusammenbekommt irgendwie und daraus ein Stück entsteht. Und du, Lea, hast denn das Problem, das alles mit Texten zu versorgen? Bist du die Einzige, die in der Band die Texte schreibt oder kriegst du noch von den Jungs Unterstützung? Also, ich von den thematischen Inhalten her und von den Gefühlen, die da reinfließen, ist das schon ziemlich ich. Aber also wenn mir mal irgendeine Formulierung fehlt oder irgendwie, dann sage ich, okay, da soll jetzt das stehen, wie kann ich das sagen? Dann stelle ich die Frage auch schon mal an die Jungs und dann kommt da auch mal von euch was auf jeden Fall. Ja, und dann sagen die wieder sowas wie mit Max Giesinger. Aber nee, also genau. Manchmal komme auch ich zum Beispiel mit einer Textidee an und dann spielen die Jungs was drüber. Also wenn du zum Beispiel, also wenn die Songs im Proberaum bei euch im Gemeinschaftsprozess entstehen, manche Sänger und Sängerinnen singen dann mit einer Fantasy-Sprache, um überhaupt erstmal die Melodie zu finden. Hm. Du hast gleich Wörter und Textfragmente oder wie arbeitest du? Ich arbeite so, indem ich einfach nur über Liebe Lieder schreibe. Oh mein Gott. Ja. So basic. Nein, aber ich dieses Fantasiesprachending, also vielleicht mal so ein Yeah oder so, aber es ist mir immer schon sehr schwer gefallen, immer so Fantasiesprache-Sachen zu machen. Deswegen ist es eher immer schon direkt irgendwie eine Idee und ich nehme das dann auf und verfeinere das dann hinterher noch. Aber an sich ist es eigentlich von Anfang an immer irgendwie. Wenn man in einer Band arbeitet, wo so viele gut aussehende junge Männer einen umgeben, wie ist das überhaupt? Und man textet über Liebe und Beziehungen. Ist das Tabu in der Band, persönliche Beziehungen oder weil man professionell ist und man möchte weiter, wie geht ihr damit um? Möchtest du wissen, ob einer von den Jungs mit mir zusammen ist? Nein, oder auch untereinander, weil ich kenne das ja auch, die gleichgeschlechtliche Liebe spielt ja auch eine Rolle. Ja, also hier, Pride Month Represent, kannst du einmal deine Fingernägel zeigen? Genau, in die Kamera. Nee, bei uns in der Band ist das ein bisschen off the table, aber so. Off the table, also es liegt alles auf dem Tisch. Also nee, also es ist vom Tisch. Also wir sind Freunde und das ist auch gut so. Und, ja, perfekt. Ja. Nee, ich will da gar nicht in die Details gehen, aber es ist halt manchmal schon so, ich habe schon in Bands gearbeitet, wo das plötzlich zum Problem wurde und dann wegen einer Liebe, die dann nicht mehr funktioniert hat, die ganze Band auch aufgegangen ist, also kaputt gegangen ist. Das hat man ja alles schon mal erlebt und ihr seid ja auch schon lange unterwegs. Wie ist denn das mit dem Business? Wer von euch macht die Gigs? Wer telefoniert? Wer redet mit der Plattenfirma? Das ist so dieser Bereich da drüben. Bela, du bist der Manager. Bela wohnt doch auch. Wir beide. Ihr beide macht das Management. Ja, und auch Sven. Also wenn es um Offenbach geht, dann Sven. Ach, du kümmerst dich um Offenbach? Ja. Super. Wir sind das Frankfurter Büro und er ist das Offenbacher Büro quasi, ja. Ihr habt ja jetzt, was habe ich hier stehen? Stay, dieses Video, ein viel beachtetes Video, Lieblingssong Stay. Und wurde gedreht oder, ja doch, wurde gedreht und so. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn sowas alles produziert wird, produziert ihr selber bei euch im Proberaum? Habt ein eigenes Studio? Habt eine eigene Plattenfirma? Bringt das auch selber raus? Oder wie ist das Business bei euch geplant? Oder wie sieht es zurzeit aus? Willst du mal was sagen, Sven? Sven möchte nicht sagen. Ist auch zu weit weg. Ja. Ach so, ja, gut. Also wir haben selber kein Studio. Wir waren bei befreundeten Leuten von uns in Frankfurt für die Aufnahmen, für die EP-Aufnahmen, für Sirius Jofa. Ist jetzt mittlerweile in allen Stores erhältlich. Ich lade es euch gerne runter, streamt das gerne. Ja, klar. Also dafür sind wir ja auch hier. nee, aber wir haben selber keins. Wenn wir die Videos machen, dann haben wir jetzt für die letzten paar Videos befreundete Videografen zu Rate gezogen. Ich selber studiere das auch so ein bisschen und mache irgendwie so ein bisschen auf den, ja, ich studiere das auch und verteile irgendwie die Videos, mache die Videos auf den Social-Media-Kanälen. Für die Musikvideos wenden wir uns aber an andere Videografen, die eben auch mit uns befreundet sind. Grandlab Media, vielen Dank nochmal. Kevin Schmitz, vielen Dank nochmal. Und auch meine Schwester, die für uns ein herrliches Lyric-Video gezaubert hat. Das war und dazu nochmal an Emily und Noah, die uns da auch unterstützen, finanziell, als auch sowohl mit Requisiten. Ja. Die machen auch vieles für uns möglich. Die haben uns Handtaschen gegeben. Perfekt, braucht man immer. Also Handtasche ist, gibt es bald ein Album? Ja, jetzt Album, komm einfach auf. Vorbei, Album. Nein, also wir sind schon am Schreiben, also wie gesagt, unsere EP ist jetzt im Mai rausgekommen mit 5 Songs, wir schreiben auch gerade an neuen Sachen, nehmen im Juli wieder 2 Songs auf, die aber erstmal wahrscheinlich nur ein Demo-Track werden und dann
schauen wir mal weiter. Also ich denke, Anfang nächsten Jahres vielleicht kommt was. Wir leben immer noch so ein bisschen mit den Auflagen Corona. Einige sagen zwar schon, es ist alles vorbei. Ich glaube noch nicht so wirklich dran. Glaubt ihr daran? Und wie sieht es aus mit Gigs im Sommer? Was seid ihr zu sehen im Sommer irgendwo auf irgendwelchen Bühnen? Also die Hoffnung ist natürlich da. Wir haben irgendwie das Gefühl, so in der Band ist es irgendwie vorbei, ist es durchgestanden. Nicht zu früh freuen, mal schauen. Aber ja, konkret sind so ein paar Sachen, die gerade so, die man am Plan ist. Aber konkret kann man jetzt noch nichts sagen, aber eventuell. Also irgendwelche Sommergärten, weil das ist ja gerade so modern, kleine Plätze, Sommergärten. Wir sind da auf jeden Fall in Kontakt mit ein paar Leuten, aber das muss ich noch alles konkretisieren. Aber das findet ihr auf unserem Instagram. Genau. Alles klar. We'll be right back.